Herzlich willkommen zurück zu FIFA 13. Da ist das Teammanagement. Ja, willkommen zurück zu FIFA 13, zur vierten Folge. Und ja, wir machen jetzt das nächste Match. Und ja, das wird Aston Villa sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist wieder ein Testspiel. Ich habe jetzt in der Zeit ein bisschen wieder angezockt, sagen wir mal so. Ja, mich wieder ein bisschen eingespielt, ne? Und ich denke mal, wir werden jetzt mal versuchen, den ersten Sieg hinzukriegen. Also, mal sehen, wie wir uns da schlagen werden. Ich werde jetzt auch die Taktik ein bisschen ändern. Und zwar werde ich jetzt nicht auf das System von Pep eingehen, sondern das gewohnte alte System. Das werde ich jetzt gerade mal kurz ändern und dann erkläre ich es euch gleich. 4-2-3-1 System wieder gemacht. Seht ihr jetzt gleich. Moment. Wir starten mal. So, ah ja, Torwart-Challenge, die Skill-Challenge. Ich habe das ja schon fertig. Aber man sieht schon, ich bin schlecht. Also ich habe das zwar geschafft, aber ich habe es mal heute mal wieder probiert. Also Skill-Challenge habe ich jetzt intensiv gearbeitet. Also wir lassen es mal lieber. Weil dazu kommt ja noch ein Let's Play. Also wann ich es dazu komme, weiß ich noch gar nicht. Werde ich mal sehen. Ihr seht nochmal die Aufstellung 4-2-3-1. Und ja. Also ich werde mal gucken. Ja, warum bin ich auf dieses System? Weil ich dieses System immer gespielt habe. Also zumindest in FIFA 13 und mit dem neuen System sehr viele Probleme habe. Und ja, damit bin ich jetzt nicht so gut befasst, würde ich mal sagen. Und mit dem 4-1-4-1, naja. Also ich brauche eine sichere Defensive und eigentlich ist für mich 4-2-3-1 für mich meiner Meinung nach die beste Aufstellung. Weil vier Abwehrspieler halt, ne? Dann zwei Defensive, die noch besser absichern. Dann drei Offensivleute und dann Stürmer. Also für mich. Und da habe ich auch die besseren Leute. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Götze als Zehner. Dann kann ich notfalls noch, ja. Wie heißt das? Also ich probiere das System jetzt mal. Wenn wir jetzt damit einen Erfolg haben, dann werde ich das System beibehalten. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann wurde ich immer, also in der ersten Folge zumindest, in der zweiten Folge ist auch hingewiesen, dass ich mal Mesut Özil kaufen soll. Dann habe ich, also generell möchte ich erstmal keinen kaufen. Das habe ich jetzt auch mal festgelegt. Und zwar möchte ich erstmal den Kader so halten. Also ich will ihn erstmal so behalten. Ich will jetzt nichts ändern. Das ist halt so ein bisschen Art läuft wie beim Real Life FIFA. Also dass der Kader so bleibt. Und dass wir dann ja halt ja so halt bleiben. Und ja, ich werde erstmal nicht wechseln. Vielleicht in der Wintersaison, da können wir mal gucken, okay, wo brauchen wir jetzt wirklich? Also Mesut Özil ist zwar ein guter Spieler, der ist zwar auch gut, aber ich brauche den jetzt nicht wirklich, weil ich habe einen Götze. Ich habe jetzt noch Müller. Wofür brauche ich jetzt noch einen Mesut Özil? Weil Götze wird sich bestimmt in der nächsten Saison nicht verbessern. Ich weiß auch noch nicht genau, wie viele Saisons ich mache. Ich denke mal erstmal, also erstmal vorgesehen ist eine. Wenn, dann mache ich noch, vielleicht noch eine, aber mehr als zwei Saisons, denke ich mal, mache ich jetzt nicht. Aber erstmal bleibt festgelegt bei einer Saison. Wir werden mal sehen, wie viele Saisons ich am Ende mache. Vielleicht kommen auch drei, aber drei ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das muss ich ehrlich sagen. So, und jetzt haben wir den Ball uns zurückgekrallt. Weil ich denke, man weiß nicht, ob jetzt dieses Jahr nicht kann. Ich wieder noch eine zweite Saison mit Champions League. Und ja, man sieht schon. Oh, oh, oh. Ah, schade. War eine gute Chance. Aber leider verfehlt. Und ja. So. Jetzt eine schöne Flanke. Bitte ein schöner Abstoß. Jetzt Götze, ja, Martinez, Robben, jetzt ein schöner Pass. Ah, schade, kam mir nicht ran. Leider nicht. So, komm, den krallen wir uns wieder. Den krallen wir uns, Keule. So, jetzt, sehr schön. Übrigens überlege ich mir auch täglich FIFA zu bringen, also zumindest in den Ferienzeiten. Da ich ja bald wieder Ferien habe, beziehungsweise jetzt, wo ist, glaube ich, Doch, da wo ihr es jetzt seht, habe ich ja schon Ferien. Aber ich werde mal überlegen, ob ich jetzt überlege, mal täglich zu bringen. Also feste Uploadzeiten sind ja jetzt mittlerweile montags und donnerstags, nicht Mittwoch und Samstag oder sowas. Also Montag und Donnerstag habe ich geplant, dass ich halt beispielsweise Montag zwei Folgen bringe und dann nächste, weil ein paar haben mich jetzt privat gefragt, oh, könntest du mal FIFA täglich bringen oder so, weil du es ja jetzt sowieso spielst. Ja, immer so, ja, könnte sein. Also das ist mir am Überlegen, weil ich guck mal erstmal, weil ich will ja auch noch ein Let's Play noch täglich bringen. Das wäre eventuell noch das Let's Play Together mit Minecraft, das LPT.
Da bin ich mir noch einmal überlegen, ob ich das auch täglich bringe. Also, ich denke mal, es würde klappen. Also, ist ja belastungstechnisch nicht so schlimm. Kann man halt jeden Tag aufnehmen. Ist jetzt nicht das große Problem, würde ich mal sagen. Also, momentan macht mir das Aufnehmen und das Let's Play generell sehr viel Spaß. Soll es ja auch, weil sonst macht es ja keinen Sinn, Let's Plays zu machen, wenn es keinen Spaß macht. Und ja, man sieht schon, es läuft gut. Also 0-0. Formation, Taktik, ich muss mich immer ein bisschen angewöhnen an dem Spiel, weil es ja ein bisschen anders läuft als FIFA 13. Also da sieht man schon eine deutliche Änderung. Also, sag mal so, zwischen FIFA 12 und FIFA 13 war ja nicht so eine große Änderung. Okay, Grafik verbessert, vielleicht ein bisschen realistischer gemacht, denke ich mal. Und jetzt so für... jetzt so bei FIFA 14 sieht man auch, dass die Ballphysik geändert sind, die Schusstechnik, Grafik wieder, neue Trikots und so. Gibt's ja alles. Ist ja auch eigentlich ganz nice. Muss ich sagen. Jetzt. Nein. Nein. Man sieht schon, wir haben auch viel mehr Chancen. Also, ich habe das Gefühl, als wir gegen Atletico Madrid gespielt haben, da waren wir jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Und jetzt Götze. Götze. Oh, schöne Parade. Schöne Parade. Das muss man jetzt sagen. So. Nein. So. Oh, 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 oh. Oh, Halbzeit. Halbzeit, Freunde. So, zack. 0-0. Akzeptabler Halbzeitstand, denke ich mal. Und ja. 2-1, 2-0 und 1-0. Ja. Und dominieren tun wir auch, auch wenn wir nicht beim Ballbesitz gut sind, aber wen interessiert schon, wie viel Ballbesitz man hat, wenn man keine Tore schießt, ne? Also bei mir ist generell das Problem, ich bin nie Ballbesitz dominierend, das ist immer so. Aber so vom Spielaufbau her oder von der Schusstechnik bin ich meistens eigentlich immer sehr gut, muss ich sagen. Also als ich gegen Freunde gespielt habe, hatte ich zwar nicht den höchsten Ballbesitz, aber Torschüsse habe ich ganz viele gehabt. Okay, auch fast immer gewonnen, weil ich habe als einziges das Spiel habe. Da hat man ja schon gewisse Vorteile, muss man sagen. Und ja. So. Nein. Nein. Ah, oh, Mann. Schade. War eine gute Chance. War eine gute Chance. So, zack. Ja, schön. Javi Martinez. Na, schade. Und jetzt. Nö. Ist jetzt auch eigentlich auch das aktuellste Spiel, was ich momentan spiele, ne? Weil. Also, sagen wir mal so, was ich jetzt sehr schnell gebracht habe. Weil das ist ja jetzt. Also von meiner Sicht aus ist es ja jetzt der 29. Also da, wo die ersten beiden Folgen kamen. Und ja, eigentlich auch ganz nice. Ich wurde gefragt, weil ich hatte das ja schon einen Tag vor dem Release, das Spiel. Und da dachte ich mir, wurde gefragt, warum ich nicht direkt beim Release spiele. Und das wollte ich einfach nicht. Also ich wollte noch nicht direkt am Release raushauen. Das werden ja haben ja jetzt alle gemacht. Viel am Release. Ich glaube, Pete hat mir das sogar eine Woche früher gekriegt, soweit ich das weiß. Und ja, also manche haben es schon früher, ich habe es einen Tag vorher bekommen, nicht weil ich einen Let's Player-Status habe oder so. Ja, bei mittlerweile 200 Abonnenten. Aber, Moment. So, ja, bei 200. Aje, wir haben jetzt kein Tor geschossen, das ist ja nicht so gut. Also ein Tor will ich schon schießen. Aber wir sind ja noch im Aufbau, wir sind ja. Ja, versuchen uns zu steigern. Wir steigern uns. Jetzt Ribéry. Jetzt schön. Na, schade. Also, so ein paar Passkombinationen klappt nicht, aber wir werden sie schon darauf trainieren. So. Und ich versuche auch sehr viel die Steilpässe zu machen, aber die klappen jetzt nicht so, wie ich denke. Aber Aston Villa. Aje, scheiße. Ich wechsle jetzt auch mal. Moment, wo kann man wechseln? Ach, hier. Ist jetzt ein bisschen anders. Also, es ist eine ganz, ganz komische Menüführung. Den wechseln wir jetzt ein. Ja, machen wir mal Shaqiri für Robin. Müller für Götze und Thiago. Machen wir mal für Schweinsteiger. Das könnten wir mal machen. So. Ja. So, Wechsel. Jetzt auch ein bisschen schneller geht. Jetzt sehen wir auch zum ersten Mal Thiago Alcantara, mit dem ich jetzt zum ersten Mal übrigens spiele. Ich habe ihn davor noch nicht eingesetzt.
Also privat ist so, jetzt mal sehen, wie er jetzt drauf ist. Ja. Er ist immer schnell. So. Nein, Müller. Verliert wieder den Ball. War mir irgendwie ein bisschen klar. Deswegen setze ich auch nicht so viel auf ihn. Auch wenn er gut ist. Also ich sag mal, verkaufen werde ich ihn jetzt nicht, weil wir brauchen mal so, wie rennt der Schiedsrichter, ey. Junge. Und Thiago Alcantara sieht auch ein bisschen echt aus, ne? Also sehr, sehr realitätsnah, muss man sagen. Das ist sehr gut. So. Und ja. So. Nein. Nein. Ja, ja. Ja, gut. Naja. So. Sehr schön. Sehr schön Abwurf. Oh, Mann. So. Müller. Nein. Schade. Komm. Thiago. Alcantara. Shaqiri. Shaqiri. Hätte früher schießen müssen. Ich hätte früher schießen müssen. Naja. Ist ja nicht so schlimm. So. Ja. So. Gut. Und jetzt. Lahm. Reiß was. So. Und jetzt. Müller. Quatsch. Shaqiri. Wollte schon Müller sagen. Nein. Ah, schade. Ich glaube, das wird nicht mehr als 0-0. Wenn, dann kommt noch ein Lucky Punch. Versuchen wir den. Nein. Ja, ja, ja. Alaba, Alaba. Sehr schön, David. Einsatz wird gelohnt. Ja. Starker Einsatz. Starker Einsatz. Schade. Eieieiei. So, komm. Dante. Nein, warum hat man die Chance noch gelassen, ey? Meine Güte. 0-0. Akzeptables Ergebnis, denke ich mal. Also, das kann man ja noch akzeptieren. Man sieht schon, man hat eine Steigerung. Man sieht schon. Wir haben Javi Martinez mit 9,7. Ist auch nicht schlecht. Man sieht schon, der Einsatz von ihm hat sich deutlich gelohnt. Und man sieht schon, was der für jetzt für eine Wichtigkeit hat. Bei der anderen sieht es jetzt nicht so gut aus, aber ist auch nicht schlimm, ne? So, Hoffenheim hat gewonnen, Hamburg hat gewonnen und Freiburg hat gewonnen. Also die Bundesliga steht momentan gut da. Ja, 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 ja. Dann warten wir mal kurz und dann gucken wir mal kurz auf die Nachrichten. Und dann ist auch für die Folge wieder Schluss. So, jetzt machen wir hin. Thank you. Ja. Was kam denn vom Büro? Zwei ungelesene Nachrichten, wo denn? Eine Nachricht von... Kann ich sie was fragen? Ich hoffe, sie rotieren mal ein bisschen, geben mir wenig Spielzeit. Nein. Ein Transferangebot für wen? Ach, das. Liga-Ziel. Ja. Na gut, dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.